habe. Für Weihnachten. Was ist das? Bist du gefesselt? Nein, das ist eine Girlande mit Tannenbäumen. Ach so. Oh, das ist aber schön, Hanna. Wie hast du das bloß gemacht? Einfach nur mit Papier und Schere. Wenn du willst, kann ich dir beibringen, wie das geht. Dann können wir vielleicht das ganze Haus dekorieren. Oh ja, komm, wir gehen in dein Zimmer. Das wird richtig toll. Überall Girlanden. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich kann gar nicht hinsehen, aber irgendwie muss ich da hinsehen, weil das ist so hässlich. Wie das wollt ihr hier? Ihr wollt das Haus damit dekorieren? Wir wollen das ganze Haus damit dekorieren. Oh Mann, oh Mann. Johann hat einfach gar keine Ahnung von sowas. Er weiß überhaupt nicht, was schön ist. Also, mir macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Komm, wir machen noch mehr davon. Emma, also du faltest einfach das Papier so hin und her und dann schneidest du ein bisschen was weg. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt sollen wir das auseinanderfalten? Ja, genau, einfach auseinanderziehen. Oh, das ist super geworden. Hast du gut gemacht, Emma. Pia, da staunst du, was wir können. Wir werden alles dekorieren und wenn du willst, werden wir auch deinen Stall dekorieren. Ach, hallo ihr beiden, was macht denn ihr hallo, hier? Hallo Mama, wir basteln. Ach, das finde ich ja toll. Bastelt ihr für Weihnachten? Ja, genau. Wir wollen das ganze Haus dekorieren. Tolle Idee. Wir haben ja noch gar nicht damit angefangen. Das macht so Spaß, Mama. Bald ist ja auch schon der erste Advent. Also müssen wir wirklich einen Zahn zulegen mit der Weihnachtsdeko. Okay, Mama, wir machen ganz viel Weihnachtsdeko. Aber dafür brauchen wir jetzt unsere Ruhe. Also, tschüss. Okay, okay. Ihr seid ganz schön fleißig. Finde ich ja toll. Also, wenn ihr mich sucht, ich bin unten. Ihr beiden, ihr kommt mir ja vor wie richtige Weihnachtswichtel. Emma, ich habe noch eine Idee. Ich gehe mal runter in den Keller. Vielleicht haben wir da noch Klebeband. Dann können wir damit unsere Girlanden ankleben. Gut, Hanna. Und ich bastel noch ein paar von diesen Girlanden. Oh, ich habe dieses tolle rosane Klebeband gefunden. Damit können wir alles bekleben. Vielleicht noch ein paar rosane Streifen. Vielleicht können wir noch ein paar Sterne daraus ausschneiden. Das wird richtig, richtig toll. Hanna, wirklich, dein Ernst? Wobei, nee, das wundert mich jetzt gar nicht. So ein hässliches Band, das passt. Viel Spaß damit. Oh Mann, die haben sowas von keine Ahnung, wie man hier das Haus dekoriert. Also wenn ich das machen würde, ich würde das viel, viel besser hinbekommen. Guck mal, Emma, was ich gefunden habe. Rosanes Klebeband, ist das nicht schön? Oh wow, da können wir ja noch ganz andere Sachen mit basteln. Jetzt haben wir echt schon einen ganzen Haufen. Lass uns doch mal anfangen, ein paar Sachen anzukleben. Dann können wir später noch ein bisschen was nachbasteln. Ah, oh, ich finde, das sieht toll aus. Das passt auch gut zu der Treppe da mit dem Grün, mit den Tannenbäumen. Ja. Ich klebe direkt hier drunter noch eine an. Dann haben wir die ganze Treppe schön verziert. Und wo machen wir dann weiter? Also hier passt diese Girlande wirklich super hin mit dem Grün. Passt echt perfekt. Bin begeistert. Ich glaube, ich tue es. Ja, ich mache es. Julian, der Innendesigner. Also ich krieg das auf jeden Fall hin. Das wird hier das schönste Haus über Weihnachten. Oh, die haben doch keine Ahnung, wie man das macht. Aber wo finde ich denn die ganzen Sachen? Ah, natürlich in der Küche. Wo denn sonst? So, perfekt. Genau dahin. Da kommt jetzt so eine schöne Weihnachtspfütze hin. Damit auch jeder weiß, okay, mein Fuß ist nass und es ist Weihnachten. Oh, perfekt. Oh, klasse. Genau so wollte ich es haben. Das ist ja schon so ein kleiner Weihnachtsfluss hier durchs Haus. Oh Mann, das wird sowas von super. Also das nicht nenne ich Dekoration hier. Aber was könnte ich denn noch machen? Ah, da kommt mir eine Idee. Also so mit Werkzeugen, damit kann man ja nicht nur arbeiten, ne, sondern man kann es zum Beispiel auch hier in diese Pflanze stecken. Dann ist es eine tolle Deko. Oh Mann, ich bin sowas von gut. Aber irgendwas fehlt hier noch. Ah, natürlich. Wie gut das aussieht und so richtig geheimnisvoll. Da haben wir ein paar Löffel und ein Messer oder mehrere, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie könnte ich das denn nur nennen? Ich nenne das Julians Besteckkette, ja. Und vielleicht finde ich ja noch ein paar Blätter draußen und die reiße ich dann ab oder vom Boden und die verteile ich dann hier. Dann ist das wie draußen. Und oh Mann, wenn es noch schneien würde, dann würde ich Schnee hier reinholen. Oh, ich muss sagen, das sieht so toll aus, ich muss schon fast weinen. Oh Mann, ey, das ist sowas von cool. Und das ist Julians Geniestreich. Ich habe hier einen eigenen Weihnachtsbaum gebaut mit Tellern und Gläsern und Flaschen. Oh Mann, ich bin so ein Genie. Und was könnte ich hier mit den Stühlen machen? Wobei, das könnte doch eigentlich auch so bleiben, oder nicht? Julian, wie sieht's denn hier aus? Julian, was hast du hier gemacht? Warum sieht's hier so chaotisch aus? Das ist echt furchtbar geworden. Aber Mama, bitte? Bitte was? Also du hast ja auch gar keine Ahnung von schöner Dekoration, oder? Guck dir das mal an, das ist ein Meisterwerk. Also ich glaube, Leute aus ganz woanders werden hier hinkommen und sich das anschauen wollen. Also wieso hast du denn hier Limonade auf den Boden geschüttet? Und was macht das ganze Besteck und die Stühle hier? Das ist einfach nur Chaos. Wir wollen als nächstes hier die Girlanden aufhängen. Was ist denn hier denn aus? Passiert? Hey Leute, ich bin von der Arbeit ein bisschen früher. Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Ist irgendwas passiert? Wurden wir ausgeraubt oder so?
Ihr habt doch gar keine Ahnung. Das ist richtige Dekorationskunst. Ich sollte das beruflich eigentlich machen. Ihr habt keine Ahnung. Julian, das soll Dekoration sein und unsere Girlanden aus Papier findest du hässlich? Das sieht aus, als wenn ihr eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, das sagt die Richtige. Guckt euch mal diese Papierdinger an. Von wo habt ihr die? Vom Müll oder so? Oder das sieht doch voll doof aus. Ach, da lässt man den Jungen 5 Minuten aus den Augen und dann sieht die Küche aus wie... Keine Ahnung. Einfach nur... Also, was ich nicht verstehe, sind diese Stühle hier. Warum liegen die denn hier so... Also, da muss man doch drauf sitzen, oder nicht? Und da tue ich mir doch weh, wenn ich mich jetzt hier drauf setze. Papa, vorsichtig, mein Weihnachtsbaum, siehst du das nicht? Das ist Julians Weihnachtsbaum. Oh Mann, ey, du hast auch keine Ahnung, Papa. Und das habt ihr auch noch gar nicht gesehen, oder? Weil wenn ihr das gesehen hättet, dann hättet ihr gesagt, ja, Julian, also die Dekoration ist richtig schön. Hier, die Zange in der Pflanze, besser geht's doch gar nicht. Und nicht so ein komisches Zeug, was ihr habt. Also was soll das denn sein und das soll schön aussehen? Verstehe ich nicht. Ach Mann, wir wollten eigentlich die Küche dekorieren, Julian, und jetzt ist ja überall dein Zeug. Also, das hat auf jeden Fall wieder bewiesen, dass wir das mit der Deko besser selber machen. Also, das Thema Deko ist zwar gar nicht mein Ding, aber ich glaube, das hätte ich ein bisschen besser hinbekommen als Julian. Also, zumindest das hier mit den Stühlen. Was soll das überhaupt? Das verstehe ich nicht.